Gelobet sei der Zuschauer Tert, weil er mir hat sehr erklärt, wie mir nicht eine Truhe verwehrt. Bei Let's Play! Suikoden 5. Es war irgendwas mit Flucht. Ich weiß nicht, was es war, aber es war irgendwas mit Flucht. Ah, und jetzt steht der Typ hier nicht mehr im Weg rum, obwohl ich kein Kokiri-Schwert habe. Und kein Deku-Schild. Und so treten wir ein in den tiefen, dunklen, verwunschenen Wald. An dieser Stelle möchte ich auch noch Helloshin 1 ganz herzliches Dankeschön sagen und wer war der andere noch gleich, die mir erklärt haben, dass es oder dass diese Liste, die ich verlinkt habe, zu den Rekrutierungen ganz brauchbar ist. Eine mächtige Sonnenblume. Was ist das denn? Achso, das ist ein Speicherplatz. Nee, dies brauche ich jetzt nicht. Okay, Dreieck ist die Taste. Die... Oh mein Gott, die Sonne brennt! Drei Wetter, Taft! Okay, das wird jetzt eventuell für diejenigen, die Suikoden und insbesondere den fünften Teil gut kennen, ein bisschen zäh, weil ich keine Ahnung vom Kampfsystem habe. Also, wir können kämpfen, wir Formationsmöglichkeiten. Rückzug ist wahrscheinlich abhauen, bestechen und automatischer Kampf. Bestechen, Geld geben, um abzuhauen. Aber die Frage ist, ob Kürbisse... Ne, Haarknäuel, das irgendwie auch machen. Transformation, okay. Form, Forsch-P. Okay, für das Waschmittel! Okay, ist das Standard? Was ist das denn hier? Linde ablenkt allen verbündeten TP. Das ist cool. Achso, das ist eine Formationsspezialität oder ein Formationsspecial oder sowas. Frage ist. Naja. Das verbraucht wahrscheinlich den Zug von allen. Die Frage ist, ob das denn hundertprozentig formationsabhängig ist, das Special. Oder aber ob das auch mit den beteiligten Charakteren und deren Fähigkeiten irgendwas zu tun hat. Ich vermute ersteres, weiß ich aber nicht. So, Angriff, Abwehr, oh, und. Ah, ja, stimmt. Idelrico hatte Gemeinschaftsangriff, ist das, glaube ich. Okay, Schutzpatron, 1,2 mal Schaden für einen Feind. Und das involviert Lyon und Freador. Und das hier Sirelitz. Und also das ist 0,5 mal Schaden für alle Feinde. Allerdings, wenn jetzt zwei... Okay, für alle Feinde kann ich mir gut vorstellen, wenn die gegnerische Gruppe ziemlich groß ist, das schön so zu verteilen. Aber der Schutzpatron ist mindestens 1,2 mal Schaden, das involviert zwei Leute und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie im Einzelnen irgendwie mehr Schaden machen. Aber gucken wir uns das mal an. Okay, Freya, du gehst da so. Ah, man muss sämtliche, wie heißt es, Manöver vorab quasi verteilen. Oh, und sie hat auch noch eine Rune. Was ist das denn? Eine Windrune. Ah, Runen sind Magie. Gut, und hat man nur endlich Magiepunkte? Oder? Ah, das scheint... Moment. Drei Aufladungen mit Super Schlummern, ja. Unbedingt, dass ich haben möchte. Die Frage ist, wann bekommt man mehr Aufladungen und andere Fähigkeiten? Vielleicht entweder, dass man, oder wenn man die Rune benutzt, oder durch Level-Ups. Oder sowas. Muss ich vielleicht mal ausprobieren. 48? 18. Verdammt, ich habe gar nicht gesehen, dass, wie heißt denn noch, Lyon angegriffen hat. Das hätte ich gerne gesehen. Okay, Potsch ist unsere Währung oder sowas. Potsch. Scotch wäre mir lieber. Gruppental? Was? Vier Gruppen-TP? Was? Wieso Gruppen-TP? Oder sind das Trefferpunkte oder sowas? Ich weiß es gerade nicht. Ja, TP scheint Energie zu sein. Aber... Und George scheint irgendwie sowas zu sein, wie die hochentwickelten Starteinheiten in den Fire Emblem-Spielen. Der ist ja enorm. Stufe 20. Halleluja. Okay, machen wir mal weiter. Ach nee, die wollen mir jetzt nicht sagen, dass ich jedes Mal nach so einem verdammten Kampf hier irgendwie wieder Ladescreens ohne Ende habe. Oh mein Gott, wer lässt sich sowas einfallen? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Okay, das war der Speicherpunkt. Dann gehen wir mal. Wieso ist der Speicherpunkt jetzt rot und Achso, der wechselt anscheinend immer seine Farben durch. Okay, eine Abzweigung. Oh Gott. So, jetzt nach diesem Kampf habe ich mal drauf geachtet. Lyon und Freador machen so etwa 40 bis 42 Schaden. Dann ist es in... Oh, noch eine Abzweigung. Ich gehe einfach mal jetzt direkt ganz links lang. Da muss ich mal gucken, ob dieser Spezialangriff irgendwie was tut. Das ist ein Schatztruhe. Ich mache mir Sorgen um das Kind, das es in den Wald gegangen ist. Ja, ich auch. Deswegen sind wir hier, Fräulein. Ich glaube, ich lasse die Ladesequenz irgendwie raus. Okay, ich mache das jetzt mal. So, nehme ich den... Wie war das noch? An... Nee. Ach, Gemeinschaftsangriff, da. Kostet das irgendwelche Ressourcen, das den Zweifachangriff zu tun? Ich mache es jetzt einfach mal. Du greifst das da... Okay, das bleibt irgendwie auf der
letztgenannten Option irgendwie hängen. Egal. Gucken wir mal. Ja, weiter. Komm. Okay, das Ding. Wow, Instant Death oder sowas. Klopf, klopf, klopf. Böhm, böhm. Oi. Okay, es lohnt sich. Aber warum 1,2? Das ist ja... Ich weiß nur 20% theoretisch. Oder, okay, steht Mindestschaden, aber... irgendwie ist es seltsam. Also ich verstehe es noch nicht so ganz, aber gegen einzelstarke Einzelgegner macht das Ding durchaus Sinn. Okay, da bin ich ein bisschen beruhigt. Nämlich bei, wie heißt es noch gleich, bei Chrono Trigger war es so, dass eigentlich es nicht wirklich viel Sinn gemacht hat, irgendwelche, wie heißt es, Triple Tags einzusetzen. Ich weiß, dass du dir Sorgen machst, Kleine. Oh Gott, war da nicht eine Schatztruhe? So, in diesem Kampf habe ich mal... Das ist doch was. Verdammt, ich drücke immer zu häufig auf den Knopf. Ich weiß nicht, was es gewesen ist. In diesem Kampf habe ich mal verwendet die Schlafrune von Sirelith, um mal auszuprobieren, ob... Ist hier auch noch was? Ah, nur ein Gegner. Ob dadurch irgendwas Neues passiert oder Erfahrungspunkte mäßig für die Rune. Ich konnte aber nichts... Oh, neuer Gegnertyp. Konnte aber nichts identifizieren. Okay, das macht die ganze Sache ziemlich einfach. Ich weiß nur nicht, warum das Schutzpatron heißt. Kann man das nicht einstellen? Ich muss mal gucken, ob es in den Optionen einstellbar ist, dass man immer auf Angriff steht, damit... Oh, armes Wölfchen. Dort ist einfach viel zu krass. Ich verstehe jetzt nur noch nicht genau, wie das, wann man irgendwie Level-Ups kriegt oder sowas. Aber das kriege ich auch noch irgendwie hin. Und im normalen Menü bin ich ja auch noch nicht gewesen. Von daher, ich weiß doch nicht, ob ich... Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Sollte ich mich offscreen mal im normalen Menü... Ist das ein Schild? Nein, es ist ein Gegner. Soll ich mich offscreen mal im normalen Menü umdrehen? Oder aber... Ja, komm. Wobei, da kann ich automatisch einen Kampf machen. Oder wollt ihr sehen, wie ich mich irgendwie da durchwurschtel durch das Menü? Falls es da irgendwas Neues gibt. 200 Patsch, das klingt gut. Kann das sein, dass es wie mein Final Fantasy 8 irgendwie bei 1000 Erfahrungspunkten irgendwie ein neues Level abgibt? Oder war es gerade Zufall? Meine ich zumindest, dass ich es bei Freador gesehen habe. Okay, so, ab jetzt wieder konsequentes Rausschneiden, glaube ich. So, jetzt weiß ich nicht genau, wo welcher Weg jetzt weitergeht. Da unten scheint irgendwie nichts zu sein. Dann gehen wir erstmal hier entlang. So, da oben rechts schien mir jetzt nicht zu sein, außer eventuell, dass sich dort irgendwo im Nichts irgendwas verbirgt. Ich glaube, so da unten waren wir, glaube ich, auch schon. Oh, da ist noch eine Schatztruhe. Ich hoffe nur, man kann irgendwie später mal was so ein bisschen vielleicht an der Encounter-Rate drehen. Mega-Medizin! Ich hoffe, dass jeder Charakter hier Zugriff auf das komplette Item-Ressourcendings hat und nicht jeder sein eigenes Inventarmenü oder sowas. Aber das gucken wir uns später mal an. Sirelith ist gerade Stufe 6 geworden. Sehr schön. Mal sehen. Vielleicht lernt sie ja dadurch irgendwas Neues kennen. Seht mal, Wasser! Ja, mal einen ordentlichen Schluck. Aber wo ist das Kind? Es ist in den Brunnen gefallen. Er muss hierher gekommen sein. Ich habe den Eindruck, ihn hat etwas angegriffen und er ist dann geflohen. Woher willst du das wissen? Er könnte gerade auf dem Weg nach Hause sein und er ist einfach an uns vorbeigelaufen, weil er eine Abkürzung kennt. Ich frage mich, warum er ausgerechnet hierher gekommen ist. Weil hier der einzige Wassertümpel ist, den wir bisher gesehen haben? Siehst du irgendwo anders noch Wasser? Genau, das meine ich. Da hast du wahrscheinlich recht. Los, er muss hier in der Nähe sein. Klingt nach einem ersten vielleicht möglichen Bosskampf. Ich habe eine Schlafruhenaufladung noch aufbewahrt, weil sie lädt sich zwischen den Kämpfen nicht wieder auf. Was natürlich... Sinn macht, sinnvoll ist, weil dreimal in einem Kampf Schlaf einsetzen zu können und das jedes Mal wieder wäre doch ein wenig sehr, sehr stark. Was? Prinz, over there! Ach du Scheiße! Bloodborne-Bestien! Wir müssen ihn retten! Was sollen wir bloß tun? Wir müssen ihn retten, natürlich! Immer diese Prinzen. Völlig von der Rolle. Greif sie mit deinem Hut an! Yeah! For Boss Time! Gegen die Urse! Wollen das Bären sein? Das sind doch Wölfe, oder? Ja, Lupus ist der Wolf. Oh, mir fällt es jetzt auf, dass Freya nur ziemlich am Arsch ist. Egal. So, wir kämpfen mächtig, stark.
Gut. Nee. Wir kämpfen doch nicht so mächtig stark. Wir kämpfen ganz mächtig stark. So, Schaden aufteilen möchte ich irgendwie ungern. Gibt es auch hintere vordere Reihe oder sowas hier, dass Leute in der hinteren Reihe weniger Schaden nehmen? Egal, wir kämpfen erstmal gegen den nach vorne. Dann kämpfst du gegen das da und du benutzt eine Schlafrune. Schlummern. Gegen die drei. Von der Feldstelle. Was ist da schon hinüber? Krass. Sieht ja mal gar nichts aus. Genau. Sende ihn nach Jupiter. Was? Das lebt noch. Haha, ui. Kombo-Gegner. Los, schläfer sie ein. Oh, man sieht auch an der Animation, dass der eine so ein bisschen angeschlagen. Na natürlich, bringt es nichts gegen Bosse. Was hatte ich mir auch erdacht. So, kann ich nochmal Gemeinschaftsangriff? Das verbraucht keine Ressourcen, oder? Das ist cool. So, dann gehst du auf den. Na, nein. So, und du auf den und du im Zweifelsfall auch auf den. Und dann machen wir sowas von weiter. Aber George, der Urschlechter, schlechthin. Er zieht ihm das Fell über die Ohren, verkauft es, während er noch lebt. Yeah! Die erste Herausforderung. Holy shit! Das ist ja fast wie in Nier. Boah! Erster Boss-Posit, du bekommst 30 Level-Ups. Und jetzt ist davon nichts mehr übrig, weil du jemanden anderen spielst. Yay! Yeah. Super. Okay, wir haben den Sohnemann gerettet. How strange. I don't think I've ever heard of Ulz attacking people before. They sure looked awfully hungry. Hat mächtig große Zähne. Ach, der ist ja auch noch da. Interessiert nur keinen. Are you all right? Außer den guten Cleo. Don't touch me! Hey, don't disrespect the prince! Genau. So you're the prince, huh? Grandpa said you were coming, but I didn't think you'd have the guts. Don't harm me! How dare the queen's family even show their faces around here? Who do you think brought all this to Lord Lake anyway? Even those animals, they started attacking people because their forest is gone. They're hungry. Who knows how many people have been killed? And all of it. All of it! It's all the queen's fault! Mir gefällt das Voice Acting bisher sehr. Und wir sind zurück. I see. The people of that town still cling to that dried up land. Living out their pathetic existence. Arstadt? Well, I'm afraid all I can say is this. It serves them right. Your Majesty. Das ist unerwartet. Aber Mutter, wie kannst du? How can I, you ask? How dare you, my own flesh and blood, ask such a question? Those people committed an unpardonable sin, that's why. For generation after generation, the Rovere family of Lord Lake had been our most loyal subjects. That's why for many years I had complete faith in them. That's why I looked upon them with such favor. But on that fateful day 2 years ago, they betrayed me in the worst possible way. They banded together and began a savage uprising, plunging the nation into confusion. They ravaged the East Palace and even stole the Dawn Rune, one of the three runes. The very symbols of the Falainan royal family. Such lawlessness, such treachery, such savage behavior. How could I possibly forgive them? And so I, Arstadt, the Queen of Falaina, brought down my judgment and vengeance upon them by the will of Providence. With the power of this, the Sun Rune.
deswegen hat er eine Augenklappe. So you see, no matter how much Lord Lake may continue to suffer, they got exactly what they deserved. With all due respect, Your Majesty, you have every right to be angry. But in Lord Lake, the damage extends to women, children, and the elderly, people who had nothing to do with the uprising. Ja, Mutter, das ist richtig. Silence! Do you dare tell me I was wrong? I do not make mistakes. The Sun Rune always lends its divine protection to the just. My path is the path of righteousness. My will is the will of heaven. To defy me is to defy the sun. Your Majesty! Varid. Your Majesty, everyone is tired from their long journey. Perhaps we should adjourn for now and let them rest. Yes, I suppose you're right. I will hear the rest of your report later. For now, you may go and get some rest. Ihre Majestät hat sich verändert, nicht wahr? Ja, stimmt, kann sein. Nun, was machst du jetzt? Ich glaube, ich melde mich mal im Wachraum. Sieh mal an, kaum sind wir wieder zurück in der Hauptstadt, machst du schon wieder auf seriös. So bin ich eben. Zö. Was werdet ihr beide jetzt machen? Ach, das ist ja klar. Du musst zu deiner kleinen Schwester und dich beeilen. Sie wartet sicher schon auf dich. Wer ist meine kleine Schwester? Ja, ich glaube, das mache ich. Ich bin müde, vielleicht morgen. Na, ich soll nett zu ihr sein. Prinzessin Lyms... Oh Gott. Lyms Lea liebt ihren großen Bruder. Ihr solltet euch beeilen. Ja, geht ihr beide schon mal vor. Eure Tante wird auf dem Rat ihrer Schwester hören und sich etwas Ruhe gönnen. Gute Idee. So ein älteres Tantchen sollte sich nicht überanstrengen. Was war das gerade? Bub hit links, Bub hit rechts. Hey. George, komm zurück. Hey, du, komm zurück! Sayalitz hat die Gruppe verlassen. George hat die Gruppe verlassen. Nee, okay. Dafür laufen wir mit unserer Lieblingsfrau rum. Und ich vermute mal, es ist schlecht, jetzt in Audienzsaal zurückzukehren. Aber das Wasser hier sieht schon cool aus. Also, wenn man einmal eine nackte, wenn man einmal warm ist, hat man immer genug, um mal die Füße reinzustellen. Eure Hoheit, Ihre Majestät hat recht. Ihr solltet euch ausruhen. Hast du dasselbe? Ihre Majestät, die Königin und seine Majestät Ferit haben sich bereits in ihre Gemächer zurückgezogen. Ach, daher kommt das... Es ist keiner mehr da. Mal sehen. Eure Hoheit, Ihre Majestät hat recht. Okay, wir dürfen nicht durchgehen. Aber vielleicht... Ja, ja, ich habe mir eure Texte angehört, meine Lieben. Ist also der Dienstboteneingang lässt sich auch nicht bedienen. Okay. Dann... Mag ich immer noch diesen Spiegelsymbol. Wir haben eine Treppe links. Oi, also scheint ein recht großer Palast zu sein. Wie ist einer Königin der Sonne gebührt? Jeder in der Königsfamilie ist so edel. Euch alle zu treffen ist wahrlich die größte Ehre. Ich bin stolz, als Wache hier im Sonnenpalast dienen zu dürfen. Gut, gut. Hole er mir einen Milchshake. Ach du Scheiße, ist das... Oh Gott, und es geht auch noch in den Keller. Oder ist es Verlies? Seht ihr, dass diese Stufen zum Verlies führen, Sir? Da bin ich sicher, ob eine Unterhaltung mit den Insassen eine gute... Oh, verzeiht, eure Hoheit, nein. Macht, was ihr wollt. Geht, mischt euch unter die Verbrecher, wenn ihr wollt. Oh, ja, sehr schön. Mal ein paar Beziehungen knüpfen. Oh. Mal sehen, ob sich ein Chrono hier befindet und dass wir unseren Drachenpanzer irgendwie... Lasst uns zum Zimmer der Prinzessin gehen, Ja, ja, ich weiß ja nicht, wo es ist. Sag es mir, ich bin zum ersten Mal hier. Weil ich unter Alzheimer leide. Kann ich hier wirklich... Oh, hallo, hier drüben. Machen wir mal die Tür auf, wo auch immer die Geheimtür ist hier. Naja gut, anscheinend soll man jetzt noch nicht zu den guten Leuten dort unten hineingehen. Sie besuchen, meine ich. Boah, das ist lästig, wenn ihr jeder Tür und sowas... Yay! Oh, sind Gewehre. Aber ich kann mir keins davon mitnehmen. Ein Blümchen, eine schöne Sitzgelegenheit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier alles Copy-Paste-Räume sind. Wobei mir das schien nicht nach einer Küche auszusehen. Okay, ja. Oh, da steht noch jemand.
Pulskreatur, willkommen zu... Ah, ouch! Es tut mir leid, ich werde in den Kampf vor 8 Jahren, wurde in dem Kampf vor 8 Jahren verwundet und es tut immer noch manchmal weh. Wie ihr euch wohl erinnert, Eure Hoheit, war es ein schlimmer Konflikt, der auf beiden Seiten seinen Tribut forderte. Königin Falzrams Tod stürzte Falena ins Chaos. Die Spannungen eskalierten und es kam fast zu einem Bürgerkrieg. Als Falena am Rand eines Bürgerkriegs war, ergriff das Königreich Neu-Armes die Gelegenheit zum Angriff. Aber Königin Arstadt und Kommandant Ferit verloren keine Zeit und vereinten das Königinnenreich wieder. Differenzen wurden beiseite gelegt und wir schlugen die Streitkräfte aus Armes als eine einzige eigene Kraft. Aus unserer eigenen Kraft. Und schließlich, nach mehreren furchtbaren Schlachten, schafften wir es, ihre Armee zu vertreiben. Und dies alles war Königin Arstadt und Kommandant Ferits spektakulärer Führung zu verdanken. 2 helle Lichter retteten Falena in der dunkelsten Stunde. Der Beweis unseres göttlichen Schutzes durch die Sonne. Der hätte was zu erzählen. Aber ihm hört wahrscheinlich auch nicht viel zu, wenn er hier alleine so rumsitzt. Aber ich finde es gut, obwohl das könnte hier so ein Copy-Paste drauf sein. Aber egal, er wohnt ja auch ganz geiler. Aber wo soll denn hier die Küche sein? Ach, da ist die Küche. Okay, habt ihr was zu essen? Oh, ich bin so in Eile. Wir sind gerade total unterbesetzt. Oh, aber ich kann unmöglich Eure Hoheit um Hilfe bitten. Bitte denkt nicht einmal daran. Das finde ich auch gut. Ich habe keine Lust, hier irgendwie Brötchen zu backen. Früher haben einige Königin Köche auf dem Grund des Feiters versenkt, weil sie etwas kochten, was nicht schmeckte. Das ist aber sehr, sehr radikal. Aber ich mache mir keine Sorgen um so etwas. Ihre Majestät, Königin Arstadt, würde etwas niemals tun. Ihre Majestät kann einem in letzter Zeit ein wenig Angst machen. Nein, nein, was denke ich denn da? Aha, sie verändert sich also in letzter Zeit. Hallo, redest du... Und du redest nicht mit mir, was? Doch. Aha, Eure Hoheit, willkommen zurück, willkommen zurück. Ihr müsst hungrig sein. Was, kann ich was für euch anbieten? Ihr und Lady Sirelead unterwegs auf dieser langen Reise. Ich habe euch beide schon ewig nicht mehr bekocht. Zeit für ein königliches Festmahl. Ja, Tische auf, Mundschenk. Okay, das ist der Vorratsraum. Aber bisher scheint es so zu sein, dass man in Kisten oder sowas nichts zu finden vermag, außer in dafür vorgesehenen Schatztruhen. Nehme ich mal an. So, Mr. Chefkoch, Ihr Hintern ist ein wenig zu dick, Sir. Okay, dann gehen wir mal hier oder jetzt nach oben. Prinz Freyadur, willkommen zurück. Die Prinzessin? Sie kam vor kurzem mit ihrer Leibwache vorbei, Lady Miyakis. Okay. Dann sind wir hier wohl auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht irgendwie so ein No Point of Dead Return oder was haben. Sondern dass wir auch die restlichen Zimmer und Bereiche dieses Schlosses erkunden können. Selbst wenn wir jetzt zufällig finden. Die Gemächer der Prinzessin und Lady Sirelead sind da drüben. Männer dürfen sie nicht betreten. Natürlich gilt das nicht für euch, Seine Majestät, Ferret und die Ritter der Königin. Die Glücklichen. Echt prima, der Prinz zu sein. Sirelead. Oh. Hier muss Sirelead sein. Es dauert lange, bis man das Volumen ihrer Brüste in den Speicher des Spiels geladen hat. Wow, 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 wow. Was für eine Treppe. Wenn nur schon mal die irgendwo hinführen würde. Moment mal. Dafür ist dieses Treppchen gut. Schön. Alles interconnected, wie Ultralamiden so schön zu sagen pflegen. Gefällt. Ja, ansonsten war auf der Seite, glaube ich, nicht mehr wirklich viel zu sehen. Dann bleibt noch diese Treppe nach ganz oben. Okay, die Königin und mein Vater, ich weiß gar nicht mehr, wie er Papa heißt, werden wohl nicht diese... Wollt ihr den versiegelten Raum betreten, Eure Hoheit? Es ist gerade nichts drin, Sir. Aber der Runenexperte kann euch bestimmt helfen, wenn ihr Informationen braucht. Oh, das hört sich sehr interessant an. Wobei ich zuerst gedacht hätte, dass diese Wendeltreppe auch nach unten führt, aber dem ist anscheinend nicht so. Der versiegelte Raum. Kann man hier noch irgendwie anders vorbei? Nein. Eure Hoheit, Prinz Freyadur, alles ist in Ordnung. Ihr müsst euch um den versiegelten Raum nicht sorgen. Gibt es etwas, das ihr hier braucht, Eure Hoheit? Die Königin die Sonnenrune an sich nahm, ist der versiegelte Raum leer. Vielleicht können wir mal überreden, die Sonnenrune wieder hier reinzusetzen. Alles klar. Wen haben wir denn da? Prinz Freyadur, schön euch mal wiederzusehen. Nun, ihr seid so weit gereist, dann muss ich euch auch etwas über die Runen erzählen. Tu es. Bitte, was wollt ihr wissen? 30 Millionen? Also nur 3, okay.
Was sind Runen eigentlich? Ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ihr wisst doch sicher, dass es auf der Welt verschiedene Elemente gibt. Wasser, Wind, Erde. In ihrem Wirken gegen und miteinander formen diese Elemente unsere Welt. Man sagt, dass jede Rune für eines dieser Elemente steht. Natürlich waren die Runen vor den Menschen da. Deshalb weiß man nichts mit absoluter Sicherheit. Trägt Mutter eine Rune auf der Stirn? Nun, wer eine Rune am Körper trägt, hat die Fähigkeit, die Macht dieser Rune zu nutzen. Die Wasserrune verleiht die Macht des Wassers. Die Windrune die Macht des Windes, versteht ihr? Jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, was die Sonnenrune verleiht. Sonnenbrand. Jetzt genau, ganz genau, die Macht der Sonne. Und genau die hat ihre Majestät gegen Lord Leck eingesetzt. Als, ja, das tut jetzt aber nichts zur Sache. Lockere deine Zunge, Wicht. Was sind die drei Runen von Faluna? Ach, ihr meint die Sonnenrune, die Morgenrotrune und die Zwielichtrune. Nun, die Sonnenrune ist eine gesegnete Rune. Sie bringt Falena Wohlstand und Glück. Und die Morgenrot- und Zwielichtrune schützen das Königinnenreich. Das besagt zumindest die Legende. Im Gegensatz zu den meisten anderen Runen sind diese drei einmalig und unglaublich stark. Das gilt besonders für die Sonnenrune. Keine andere Rune hat eine ähnlich große Macht. Einige Leute behaupten sogar, sie sei eine der wahren Runen, die zu Beginn der Welt entstanden. Vielleicht sollten wir es für heute dabei belassen. Wenn wir zu tief in diese Dinge gehen, nimmt das Gespräch nie ein Ende. Dann hoffen wir mal, dass wir die Sonnenrune irgendwann mal für uns nutzen können. Nur vor 2 Jahren wurde die Sonnenrune hier an dieser Statue aufbewahrt. Damals hieß es, niemals solle je die Sonnenrune am eigenen Körper tragen. Sie sei zu mächtig für eine Person. Diese Macht sei verführerisch und zerstörerisch. Nun, so sagte man. Deshalb bewahrte unsere Nation die Sonnenrune versiegelt hier an der Statue auf. Viele Generationen lang. Und dann kam ihre Majestät. Sie brach mit dieser Tradition, um Lord Lake zu bestrafen. Ich frage mich, ob nicht die Sonnenrune all die Veränderungen bewirkt, die sie durchmacht. Oh, es tut mir leid, Eure Hoheit. Bitte vergebt mir und sagt niemandem, was ich euch erzählt habe. Ah, sehr interessant. Dann frage ich mich, ob diese Sonnenrune irgendwie so eine Art eigenes Bewusstsein vielleicht sogar hat. Und die Königin irgendwie wie ein Dämon besessen hat. Doch finden wir nun die gute Prinzessin, unsere liebliche kleine Schwester in diesem riesigen Gebäude. Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Suikoden 5. Bis dann wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag. Bis dann.